Hallo, ihr Neugierigen. Kennt ihr Daphne Keane, den neuen Kinderstar der Weltklasse? Sie hat Millionen von Zuschauern mit ihrem Talent bereits begeistert, das sie in Logan the Wolverine so wunderbar gezeigt hat und dadurch von breiterer Öffentlichkeit bemerkt wurde. Hat sie euch als die junge Mutantin gefallen? Aber dieses Mädchen fängt gerade erst ihre Schauspielkarriere an. Und sie überzeugt immer wieder davon, dass sie was wert ist. Und so durfte sie eine weitere Hitrolle übernehmen. Dieses Mal spielt sie die Hauptfigur in der Serie His Dark Materials, die eine der bekanntesten und interessantesten HBO-Produktionen dieses Herbst zu sein scheint. Woher hat diese noch relativ junge Person so viel Talent? Was macht sie gerne privat? Bleibt dran, um mehr über sie zu erfahren. Daphne Keane Fernandez wurde am 4. Januar 2005 in Madrid in Spanien geboren. Sie ist das einzige Kind des britischen Schauspielers Will Keane und der spanischen Schauspielerin, Regisseurin und Theaterautorin Maria Fernandez. Daphne ist zwischen Großbritannien und Spanien aufgewachsen und deswegen zweisprachig. Ihr Vater Will hat eine große Karriere gemacht. Er spielte bedeutende Rollen in britischen Theater, aber auch in Fernseh- und Filmproduktionen wie etwa Love and Other Disasters, Wölfe oder in der berühmten und beliebten Fernsehserie The Crown, die das Leben der Königin Elisabeth und der britischen Monarchie erzählt. In dieser Hitproduktion, die sich sogar die Königin selbst ansieht, spielt er die Rolle von Michael Adeen, den langjährigen Privatsekretär von Königin Elisabeth II. Die Mutter von Daphne hingegen führt Regie und spielt auf der Theaterbühne. Man konnte sie aber auch in mehreren Produktionen wie The Mallorca Files oder Antisocial auf der Leinwand bewundern. Es waren jedoch keine großen Rollen, an die sich der Zuschauer erinnern würde, aber auch keine besonders großen Hits. Und wie man sehen kann, übertrifft die Tochter mit ihrer Popularität schon jetzt die ebenfalls talentierten Eltern. Die kleine Daphne ist auf jeden Fall die Frucht einer langen Ehe zwischen zwei Schauspielern. Ihr Debüt gab sie 2014 mit ihrem Vater in der Fernsehserie The Refugees als Ana Cruz Oliver. Die aus 8 Episoden bestehende Serie war für das 9-jährige Mädchen erst der Anfang auf dem Weg in die große Welt des Kinos und des Fernsehens und weckte ihren Appetit auf mehr Erfolg. Kurz danach wurde sie in einem Film besetzt, der ihr sofort große Anerkennung brachte. Daphne begeisterte das Publikum mit ihrer Rolle als Laura Kinney, auch bekannt als X-23, die junge Mutantin. Dort spielte sie die biologische Tochter von Wolverine, dem Superhelden aus verschiedenen Comicbuchreihen, die von Marvel Comics und der bereits kultischen X-Men-Reihe veröffentlicht wurden. Das Kind wurde mit der Hilfe Wolverines DNA geschaffen und hatte ähnliche Kräfte wie sein Vater. Das heißt, die charakteristischen Krallen und eine starke Heilungsfähigkeit. Und obwohl die Mutantin und Wolverine zu Beginn des Films einen ziemlich harten Start hatten, entwickelten sie sich zu einem der unvergesslichsten Duos und erfreuten die Herzen des Publikums. Habt ihr euch diesen Film angesehen? Wenn nicht, es ist höchste Zeit, das nachzuholen. Der Erfolg war somit vorprogrammiert. Aber es konnte auch nicht anders sein, da die Kritiker und das Publikum die Produktion sehr gelobt haben. Und viele Leute halten den Film für einen der besten Filme aller Zeiten über Superhelden. Der brillante Hugh Jackman, der seit fast 2 Jahrzehnten die Figur mit Clown in allen Teilen der Reihe spielt, hat die Zuschauer auch diesmal nicht enttäuscht. Und der Film Logan the Wolverine wurde für viele Filmpreise nominiert, darunter den wertvollsten, den Oscar. Und Daphne erwies sich als seine würdige Partnerin, die der Produktion einen neuen Flair verlieh. Daphne und Hugh Jackman gewannen den MTV Award für das beste Duo in der Kategorie Film- und Fernsehpreis. Darüber hinaus wurde die Leistung der 12-jährigen Schauspielerin auch mit dem Empire Award The Best Newcomer ausgezeichnet. Aber ehrlich gesagt, es war keine leichte Aufgabe, eine perfekte junge Schauspielerin für die Rolle von Wolverines Kind zu finden. Tatsächlich interviewte der Castingdirektor mehr als 500 Kinder, bevor Daphne schließlich vorsprach und die Crew begeisterte. Später gestand der Regisseur James Mangold, der sich über Daphnes unglaubliches Spiel äußerte, dass er gerne einen anderen Film über diese Figur sehen würde und dabei gerne gerade mit ihr arbeiten würde. Können wir also mit einer Spin-off-Reihe rechnen, die die Zukunft des Mädchens mit den übernatürlichen Kräften in den Mittelpunkt stellt? Nun, bis heute ist darüber noch nichts bekannt. Aber wisst ihr, der Film Logan the Wolverine geht auf eine Art und Weise aus, dass ein gut geschriebenes Drehbuch die Geschichte weitererzählen könnte. Ja, aber lassen wir das alles beiseite und machen wir weiter. Wie ist Daphne privat? Außer ihrem Interesse an der Schauspielkunst liebt sie Ballett, Gesang und Akrobatik. Im letzten Bereich wurde sie als Gymnastin mehrfach ausgezeichnet und heute setzt sie ihre Fähigkeiten im Filmgeschäft ein. In einem Gespräch mit British Vogue enthüllte die 14-Jährige, dass ihre Eltern schon immer wussten, dass sie Schauspielerin werden würde. Und das ist tatsächlich ihre größte Leidenschaft geworden. Als ihre schauspielerischen Vorbilder nennt sie Olivia Colman, Jennifer Lawrence und Meryl Streep. Daphne Keane hat einen guten Kontakt zu ihren Eltern, besonders zu ihrer geliebten Mutter, die sie stark unterstützt und am Set begleitet. Daphne sagte einmal, dass ihre Mutter an ihren Erfolg sofort glaubte, als sie lediglich mit 8 Jahren verkündete, dass sie Schauspielerin werden will. Die Mutter brachte ihr bei, dass das Schauspielen eine Kunst ist und nicht nur ein Hobby. Aber obwohl Daphne schon als Kind in die laute Welt des Films eintrat, fühlte sie sich immer sicher, weil sich ihre Eltern um sie und ihre Karriere ständig kümmerten.
Auch nach ihrem Erfolg war sie nicht der Willkürlichkeit von Social Media überlassen, sondern ihr Instagram-Account, der inzwischen mehr als 200.000 Follower hat, wurde erst in der zweiten Jahreshälfte von 2017 angelegt. Derzeit veröffentlicht Daphne dort Posts, die sich fast ausschließlich auf ihre Arbeit beziehen. Und wie gesagt, ihre Karriere läuft sehr gut und entwickelt sich problemlos weiter. Und nun ist Daphne wieder auf der Leinwand, aber dieses Mal in der Fantasy-Serie His Dark Materials. Es ist eine großartige HBO-Produktion, die in Zusammenarbeit mit der BBC entstanden ist und auf einer Buchreihe von Philip Pullman mit dem gleichen Titel basiert. Nach dem spektakulären Erfolg von Logan the Wolverine sollte es nicht mehr verwundern, dass die heute 14-Jährige dort die Hauptrolle spielt. Interessanterweise gestand die junge Schauspielerin in einem Interview, dass sie nicht wirklich sicher war, ob sie die Rolle bekommen würde. Warum? Als sie den Film über die Abenteuer des Superhelden aus Marvels Comicbuch drehte, war sie nicht mal 12 Jahre alt. Damals erfuhr sie von der Verfilmung des Buchs His Dark Materials und schickte sehr früh ihre Promoaufnahme. Aber zunächst bekam sie keine Antwort. Folglich dachte sie, schade, aber es ist nicht weiter schlimm, ich bin doch erst Teenagerin und werde noch sicher in anderen Produktionen spielen. Außerdem habe ich noch anderes zu tun, als nur eine Zwangslektüre zu lesen. Und auch wenn sie schon an dieser Rolle interessiert war, sie hat bloß die Hälfte des Buches gelesen, denn angeblich konnte sie es nicht zu Ende lesen. Sie dachte, dass dies der Grund sei, warum sie diese Rolle nicht bekommen habe. Und doch, sie wurde die Heldin der Serie. Denn nach einer Weile meldete sich die Filmproduktion doch und Daphne musste eine weitere Aufnahme schicken und dann bei einem Vorsprechen auftreten, wo sie mit 20 anderen Mädchen konkurrierte. Ihr seht also, sie musste sich viel Mühe geben. Sie musste um die Rolle mit ihrem Talent kämpfen und die anderen von sich überzeugen. Die Eltern haben ihrer Tochter zweifellos dabei geholfen, zumindest am Anfang. Aber nach dem Debüt wurde man sowieso auf sie aufmerksam. Und nun schafft sie sich selbst einen Namen im Filmgeschäft. Vielleicht wird sie bald zu den Besten gehören, wie die Stars aus der Stranger Things-Serie. Vielleicht wird es schneller gehen, als wir denken, denn viele sind von ihren Fähigkeiten total beeindruckt. Hugh Jackman hat selbst immer wieder betont, wie außergewöhnlich dieses Mädchen sei. Und so wurde sie in dieser Fantasy-Serie besetzt, die von der ersten Ankündigung an viele Emotionen und Interesse bei den Zuschauern, insbesondere bei den Jüngeren, geweckt hat. Die Erwartungen waren enorm, zumal der Film Der Goldene Kompass aus dem Jahr 2007 mit Nicole Kidman, Daniel Craig und Dakota Blue Richards, der die erste Verfilmung der Kulttrilogie des britischen Schriftstellers Philip Pullman war, sehr schlechte Rezensionen sammelte und das Publikum eher enttäuschte. Es scheint jedoch, dass es dieses Mal ganz anders sein wird. Als der komplette Trailer der Serie auf der Comic-Con in San Diego gezeigt und die fantastische Welt von Lyra vorgestellt wurde, dachten einige sogar, dass die Serie nach Game of Thrones eine Lücke in den Herzen der Fantasy-Fans füllen könnte, zumal sie auch in Zusammenarbeit mit HBO produziert wurde, wie auch die erfolgreiche Adaption des Buches von George Martin, Das Lied von Eis und Feuer. Außerdem, da die Serie bereits ausgestrahlt wurde, können wir sehen, dass der Film positiv aufgenommen wurde. Mit Daphne spielen auch der großartige James McAvoy und die außergewöhnliche Ruth Wilson. Interessanterweise werden wir auch Daphnes Vater Will Keen in diesem Film sehen und ihre Mutter arbeitet ebenfalls an der Produktion. Eines ist also sicher, dass das Mädchen am Set von ihren Eltern gut beaufsichtigt wird. Für diejenigen unter euch, die die Trilogie His Dark Materials von Philip Pullman nicht kennen, verraten wir, dass sie die Geschichte eines Mädchens erzählt, das in einer Parallelwelt lebt. Nach dem Verschwinden eines Freundes versucht die Heldin ihn zu finden und entdeckt eine gefährliche Verschwörung, die entführte Kinder betrifft. Leser und Zuschauer begleiten Lyra auf einer Reise durch verschiedene Welten, wo sie außergewöhnliche Wesen trifft und gefährliche Geheimnisse erfährt. Aber mehr verraten wir euch nicht. Am besten ihr entdeckt die Details dieser faszinierenden Geschichte selbst. Die Serie verspricht Abenteuer, Geheimnisse und Übernatürliches. Manche vergleichen sie sogar mit Harry Potter. Denn His Dark Materials ist eine Geschichte über ein Waisenmädchen, auf dem eine Prophezeiung lastet und das eine große Mission zu erfüllen hat. Aber wird die Produktion auch einen so großen Erfolg wie Harry Potter erzielen? Wir werden es früh genug herausfinden. Wir müssen euch noch eins verraten, nämlich dass Daphne in ihrer kurzen Karriere es schon geschafft hat, einen recht ordentlichen Geldbetrag einzusammeln. Trotz ihrer relativ kleinen Filmografie verdient sie ziemlich viel. Nach Informationen mehrerer Quellen wurde ihr Vermögen 2018 auf etwa $300.000 geschätzt. Vielleicht ist das eine kleine Summe für die Filmwelt, aber sie hat erst angefangen. Außerdem muss man noch dazu sagen, dass die Angaben über das Vermögen der jungen Schauspielerin aus der Zeit vor der HBO-Produktion stammen. Also, das hat sich bis heute definitiv geändert. Und da Daphne sicherlich weitermachen wird, wird ihr Vermögen nur noch wachsen und wir werden sie in vielen interessanten Produktionen sehen. Übrigens, vielleicht habt ihr gemerkt, dass Daphne innerhalb dieser 3 Jahre seit der Premiere von Logan the Wolverine bereits stark gewachsen ist und nun langsam eine Frau wird. Wird sie in einigen Jahren einer der größten Stars des Weltkinos werden? Sie hat wirklich viel Zeug dazu, oder? Und nun wieder zurück zu euch. Habt ihr die Serie His Dark Materials gesehen? Was haltet ihr von Daphne Keen? Hat sie eine strahlende, großartige Schauspielkarriere vor sich?
Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.